Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Reaktion. Wir reagieren heute auf einen Vorschlag von euch. Ja, ihr habt mir das unter die Kommentare geschrieben. Und zwar der Katzenkönig, X-Factor, das fassbare 9. Heißt es eigentlich X-Factor? Weil das ist ja mit C geschrieben faktischerweise. Und da kommt noch eine Kleinigkeit. Und zwar werden Stefan und ich wahrscheinlich nochmal auf die ganze Serie reagieren, von Folge 1 bis Folge 50. Da hat mir ShockTV nämlich seinen Segen zugegeben. Und ich glaube, das könnte sehr, sehr witzig werden, da mal den Verlauf dieser Serie anzusehen. Und ja. Wir gehen jetzt ins Video. Let's go. Schauen Sie sich meine Brustbehaarung an. Manche sagen, ich habe Herzrasen. Oh mein Gott. Oh. Den hat er nicht gebracht. Ey, der hat bei mir so lange gebuffert. Ich glaube, man kann sehen, wie lange der bei mir gebuffert hat. Da musste ich echt kurz überlegen. Herzrasen. Alter Bärlachs. Das habe ich ja noch nie gehört. Oh, ich Alter Bärlachs. Oh Mann. X-Faktor. Das Unfassbare. Nee, Spaß, Spaß. X-Faktor. Das Fassbare. So nehmen. Hat er uns gerippen gegöngelt, oder? Hat er uns richtig gerippen gegöngelt. Was ist das denn für ein Riesenkater? Diese Katze auf meinem Arm scheint schwarz zu sein. Doch diese Katze ist ein Hund. Aber wie ist... Okay, ich komme gerade noch nicht mit. Ist sie so schnell in das Kostüm geschlüpft? Das konnte sie unmöglich schaffen, oder? Ist diese unheimliche Geschichte nichts weiter als unheimlich? Oder versteckt sich hinter der Maske der Katze unheimlich? Oh nee, Alter. Olle unheilig, Digga. Der olle Graf einfach. Martin Amis hat einen gigantischen Amis. Oh mein. Oh Mann, ey. Ey, nee, wirklich. Also jetzt, ich verlier's gleich. Martin Amis ist ein erfolgreicher Autor. Doch er starb. Seit jenem Tag ist der Ghostwriter... Also wirklich, diese Folge übertrifft doch schon wieder gerade alles. Was passiert hier schon wieder mit den Witzen? Ich habe mich ausgesperrt. Nein. Wo war ich? Wir waren bei Gefühlen. Nein. Wir waren bei Stühlen. Ah ja, Stühle. Was machen Sie da? Weiß nicht. Okay, Mr. Clayton, Band läuft. Stühle sind was für Verlierer. Die meisten Menschen werden geboren, um zu bohren. Clayton war Präsident. Ey, Digga, diese unheilige Anspielung jetzt die ganze Zeit, ne? Kann das nicht mehr. Präsident und Gründer einer der größten Textilfabriken der Vereinigten. Titten bei Bob Woltersdorf. Braten. Und? Was war das denn? Bro. Clayton war Präsident und Gründer einer der größten Textilfabriken der Vereinigten Braten. Oh Mann. Der gute alte Braten. Och nee. Und? Wie sehe ich aus? Ziemlich gut, mein Junge, oder? Miststück. Sie haben recht. Am liebsten würde ich ihm meinen Schwanz in den Hals rammen und sagen, ich kündige. Ich liebe dich. Ja. Okay. Ja. Ja, danke. Was machen Sie da? Weiß nicht. Am nächsten Tag. Okay, ja. Band läuft. Die meisten Menschen werden geboren, um Stühle zu bohren. Das habe ich nie gesagt. Was ziehen Sie hier ab? Sie müssen das gesagt haben. Nein. Sie müssen das gesagt haben. Es ist auf dem Band. Sie haben recht. Brachte dieser Stuhl tatsächlich Unglück? Wen wollte er jetzt hier eigentlich verarschen? Digga, ich kann das nicht mehr, Alter. Also wirklich diese ungemütlichen Holzstühle, wofür man wirklich verdammt viel Geld bezahlen muss, was ich nicht verstehe, aber okay. Genauso wie diese Stühle immer in der Schule, Mann. Wirklich. Also so eine Affenscheiße. Oh Gott, die waren so ass. Ja, for real. Einen Moment, bitte. Ich muss noch kurz nur rückwärts schreiben. Bevor es alle tun. Alter, da habe ich aber auch lange gebraucht. Oh mein Gott. Ey, Bro. Wer war das What denn? What the fuck? Warte mal. Einen Moment, bitte. Ich muss noch kurz Nutella rückwärts schreiben. Bevor es alle tun. Alter, da habe ich aber auch lange gebraucht. Ja, for real. Ja. Manchmal dauert es bei mir eine Sekunde, okay? Es tut mir leid. Oh Mann, ey. Wirklich, die beiden OG-Lords. Sie wird heute Nacht nicht untergehen. Bitte
Conny ließ dauernd verletzte und kranke Tiere auf, die ohne ihre Hilfe verloren wären, besonders Vögel. Conny ist gut zu Vögeln. Irgendwie hab ich schon damit gerechnet. Ich kann ihn aber nicht mehr hören. Es gibt so ein paar Daten. Schocktv und ich uns letztens schon drüber unterhalten, dass es da in Zukunft nochmal das ein oder andere Video geben wird von ihnen, wo sehr, sehr viele Dad-Jokes eingebaut werden. Und da sind auch ein paar, er hat mir schon ein, zwei gesagt, die kannte nicht mal ich. Deswegen bin ich sehr gespannt, was er noch so im Repertoire hat. Weil er hat gesagt, er hat eine Textdatei, auf die diese Witze geschrieben sind. Ich bin ultra hyped drauf. Conny und ich hatten uns mit 54 kennengelernt. Gleich nach der Highschool heirateten wir. Es war Liebe auf den... Oh. Wer ist denn der jetzt? Digga, wie heißt der nochmal? Olle CJ. Einfach Olle CJ. Ja. 15. Blick. Oh, shit. Was ich zu erzählen okay. habe, mag unglaublich klingen, aber es ist wahr. Das entscheide immer noch ich. Digga. Ja, das stimmt. Das entscheidet tatsächlich er. Also er erzählt die Geschichten. Er entscheidet, welche wahr sind, welche nicht. Conny las dauernd irgendwelche gesunden Tiere auf und verletzte sie. Wie sollen wir sie nennen? Miststück. Sie haben recht. Ich liebte alle lang. Wie sie sich bewege, wie sie lächelt. Aber was mich am meisten an ihr bezauberte, war, wie sie furzte. Digga, die Sink. Ich musste die Cam jetzt kurz wegswitchen, weil das ist, fand ich sehr witzig. Das ja. Schnitzen hatte mir mein Großvater gezeigt. Inzwischen war ich recht gut darin. Das entscheide immer noch nicht. Ich begann Vögel zu schnitzen, denn ich wusste, dass ich dank dem Schnitzen vögeln würde. Sie hatte vorgehabt, die Taube freizulassen, sobald sie freigelassen war. Das musste ich jetzt tun. Was dann geschah, war völlig unglaublich. Das entscheide immer noch ich. Wirklich, Jonathan, ist ja okay, ich weiß, du bist der entscheidende Entscheider, aber ich möchte doch bitte einfach nur die Geschichte hören, okay? Machst du das so krass für mich? Ich belästige sie gern, aber mein Auto ist eben kaputt gegangen und ich wollte fragen, ob ich bei Ihnen telefonieren darf. Nein. Was sagen Sie zu dieser Story? Ja, jetzt, Digga, der arme Vogel, Alter. Jetzt werden Sie überfahren. Lalalala. Jetzt werden Sie erfahren, welche unserer Geschichten auf erfundenen Ereignissen beruhen. Diese Katze auf meinem Arm ist ein Hund. Wir veränderten den Namen der Katze, doch die Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Oh mein Gott, Digga, was ist das denn? Junge, meine Güte, oh mein Gott, da fuck. Junge, die Katze einfach mit dem Flipknife, ey. Ich kann so nicht nach dem, so nach dem Motto, so, hier gibt's nichts zu sehen, bitte gehen Sie weiter. Ich liebe dich. Ja, danke. Sie ist wahr. Nein. Hals, Maul! Junge, diese Bilder, what the fuck? Ich begann Vögel zu schnitzen, denn ich wusste, dass ich dank dem Schnitzen vögeln würde. Sie liegen daneben. Eine Fiktion. Eine Fiktion. Hallo. Hi. Mein Name ist Flannis and Cakes. Tor. Diese... Ich glaube, hier hat jemand das Spiel nicht verstanden. Also lehne ich mich mal kurz ganz weit aus dem Fenster, aber... I guess. Geschichte ist wahr. Ihr Jonathan Frakes. Er hat seinen Namen falsch gesagt. Sie sind gefeuert. Das entscheide immer noch ich. Ey, Junge. Also es hat keiner so viel Durchsetzungsvermögen wie verfickt Jonathan zu dem Verraxis, Alter. Also, ich bedanke mich für den affengeilen Vorschlag. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Serie von SchockTV. Da werden wir auf jeden Fall auch lange drauf reagieren. Das kann ich euch jetzt schon sagen, weil es sind halt 50 Episoden. Ich will nicht alle am Stück durchhasseln. Also wir werden mal hier immer mal ein paar Sprinkles raushauen. Deswegen schaut auf jeden Fall bei SchockTV vorbei. Ich habe das Video auch schon geliked. Ich habe sogar schon kommentiert. Ich geiles Scheiße. Ich bin ein geiles Scheiße, leider. Also, tut's mir gleich. Ja, wenn ihr noch nicht da gewesen seid, dann lasst da Liebe da aus dem Kanal. Sehr, sehr geile Videos immer. Und ja, ansonsten, wenn euch die Reaktion gefallen hat, würde ich mich auch sehr über den Like, den Abo nochmal und einen Kommentar freuen. Schreibt mir gerne wieder neue Vorschläge in die Kommentare. Kuss geht raus. Bis zum nächsten Mal.